Hallo Leute und Servus da draußen. Der Sozi ist wieder bei Castle Clash. Und ihr seht, ich habe meine Türme etwas aufgerüstet. Das kann nur eins heißen. Wir probieren heute wieder Hibi Monsters Q. So. Die letzten Male hat es leider nicht funktioniert. Aber ich bin voller Zuversicht, dass es heute auch nicht funktioniert. Aber ich gebe einfach nicht auf. So. Ja, bei Q ist es einfach wichtig, wie die letzte Welle, wo sie spawnt und wie sie spawnt. So. Oh weh, oh weh. Der erste Turm ist weg. So. So. Ach, mir fällt schon wieder ein. Ich habe vergessen, die Zweittalente zu tauschen. Zumindest bei meinem Kürbis. Jetzt hat er Sprint drauf und ist mir viel, viel zu schnell in der Gegnermasse drin. So. Und was ist jetzt? Ich habe da oben eine kleine Einheitengruppe, die sich versucht hier durch die Mauer durchzukämpfen. Das kann nur eins heißen, dass mit viel Glück die Zeit nicht abläuft. Ja. Schauen wir mal. So, das glaube ich wird nix. Wir beenden den jammervollen Versuch von Q. Ich tausche ganz schnell mal mein Zweitalent. So, raus damit. Und er bekommt das Schild drauf. So, sehr gut. Und wir versuchen noch einmal Hibi Monsters Q. Und ich bin zuversichtlich, dass es wieder nicht klappt. So. Also, links und rechts werden die ganzen Häuser abgefarmt. Das passt schon so. Deshalb wurde auch die Base so konstruiert. Wenn es heute nicht funktioniert, von dem ich definitiv mal ausgehe, weil einfach das Base Design nicht optimal ist. Und ich versuche doch schon das Rathaus, nicht den, sondern das Rathaus auf 20 zu bringen. Das bringt mir 10 neue Mauerstückchen ein. Mit diesen Mauerstückchen kann ich die Base optimieren und dann würde ich es auch, denke ich mal, schaffen. Aber wer das Rathaus leveln will, der weiß, dass ja, das kostet viel, viel, viel Zeit. So, und ihr seht, meine Base ist
so richtig schon zerstört. Es ist nur noch zwei Türme sind übrig. So. Das ist schlecht. Q4 startet, haben nur noch zwei Türme, noch ganz, ganz wenig Gebäude, Tankgebäude in der Base. Und die Ornicopter kommen. So. So, einen Turm habe ich noch und mit viel Glück zwei Gebäude in der Base. Ja. Es leben zwar alle Helden, aber ich glaube, dass das jetzt zu wenig sein wird, um effektiv den Boss down zu bekommen. So, die Ornicopter sind mal down. Das ist doch gut. So, irgendjemand sollte procken. So, geprockt hat der Atlantikor. Das hat mir natürlich nur eins gebracht, dass ich meine Helden selbst getötet habe. So. Und auf einen neuen und letzten Versuch. So. Und wir sind wieder bei Q1. So, aber jetzt. So. So, der eine Turm ist schon fast down. Hat einen Brock vom Donnergott abbekommen. Ganz, ganz übel. So. So. Zwei Türme gleichzeitig gefallen. So, also die hintere Seite der Base ist schon etwas ausgedünnt. Wir sind in Q3. Der Spawn kommt von vorne. Das finde ich definitiv gut, dass die Truppen gleichzeitig in die Base kommen. So, und jetzt schnell die Ornicopter. So, okay, wir gehen in Q4 mit zwei Türmen und fünf Tankgebäuden. Definitiv besser als der vorherige Versuch. So, und jetzt glaube ich, ist es nicht so optimal, weil sich alle meine Helden aufteilen. So, die Ornicopter haben meinen Turm geplättet. So. Keine Türme für Q5. Und nur zwei Tankgebäude. Und natürlich kommen sie nicht von derselben Seite, sondern einer von links, eine Gruppe von rechts. Das ist auch kontraproduktiv. So. So. Jetzt. So.
Gas, haut ihn um. Oh. 660.000 Mana. Und wir haben Q geschafft. Ich bin genauso überrascht wie ihr. Freue mich jetzt natürlich auch ein bisschen. Und das war Q endlich. Einzige Scheiß ist, ich muss jetzt definitiv die Base umstellen für R. Ja. Hilft nix. Werde ich definitiv machen. Ja, das war's dann mal für Q. Für längere Zeit seht ihr mal nichts von Q. Das mich persönlich sehr freut, ist, dass ich es geschafft habe. Wenn ihr zu einem bestimmten Thema ein Video sehen wollt, dann hinterlasst mir einen Kommentar und ich werde so schnell es geht mich damit befassen. Like das Video, hinterlasst mir Kommentare, shared das Video und ganz wichtig, abonniert den Channel, denn nur wer ein Abonnent ist, kann Giveaways, Geschenke für diverse Plattformen und diverse Spiele abgreifen. Also, schön abonnieren. Das war's für dieses Video von eurem Sozi. Tschüss.